Rums? Stattdessen nehmen wir mal den mit. Und fehlen den hier ein. Genau. Und... Na? Komm. Gut gefangen, mein Junge. Gut gefangen. Hier. Ja. Kann man schon mal. Dann gib mir mal den kurz. Kann ich hier jetzt vielleicht von oben ein Dach raufbauen? Ja, kann ich. Dann komm mal her. Knack. Und... Kelvin? Bist du gerade in der Butze, dich ausrasten oder was? Du findest schon wieder nicht raus. Junge, hier ist die Tür. Folge mir. Komm, mein Jung. Findest du jetzt raus? Folge mir und er setzt sich hin. Oh Gott, was mache ich mit dem Typen mit? Naja, egal. Dann gehen wir halt mal selbst Holz holen. Wird jetzt auch nicht so dramatisch sein. Ah, jetzt hat er's. Junge! Junge! Stopp! Bleib stehen. Hol Stämme und Behälter füllen. Passt. Subi, danke. Ich helf eh mit. Dann müssten wir aber auch hier... Genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und magst du bitte die Tür zumachen? Ist echt nicht jetzt so das einladende Wetter hier. Nein. Der Länge nach, bitte. Danke. Edward Page, ich war schneller. Ja, dann haben wir hier nämlich ein Dach. Und das müsste uns insofern helfen, als dass wir dann nicht mehr nass werden, wenn wir hier raus müssen. Aber nichtsdestotrotz würde ich gern einen Lagerraum an mein Haus anbauen. Aber jetzt irgendwie... Oh. Ernsthaft? Warum? Hier geht's? Hier geht's? Hier geht's nicht? Arrivederci. Ist hier das Gelände zu steil oder was? Hier wird's gehen. Hier wird's gehen. Und hier wird's gehen. Okay. Dann. Machen wir den Lagerraum halt hier raus. Ich bin ja flexibel. Oh, interessante Konstruktion. Ich glaube, so 2x2 sollten wir ihn schon machen.
Dann kämen wir hier raus, nicht wahr? Und ansonsten müsste ich... Kann ich die... dafür verwenden? Ja, kann ich. Dann warte mal. Nein, das würde ich gern hier hin machen. Und hier müssten wir zumindest hier hin. Ja, das passt ganz gut. Hier brauchen wir ein... Hier, ja. Okidok. Dann lass mal gucken. Wenn wir... der steht jetzt natürlich ganz doof. Wobei, hier brauchen wir keine Zwischensteher. Das haut sogar hin, okay. Wo habe ich... ach, hier. Nein, danke. Keine Doppeltür, bitte. Dankeschön. Dann müssen wir aber eh zusehen, dass wir das Ding hier dicht kriegen. Und... ach, da oben. Das war ein Stickbaum, oder? Ja, schade. Und los geht's. Ein bisschen Stärke aufpulvern. Sehr schön. Und Dankeschön. Stärke bringt ja insofern was, als dass wir dann mehr Energie kriegen, mehr Lebensenergie kriegen. Der war daneben, oder? Ja. Dankeschön. Und zwar habe ich gesagt, wir sollten zusehen, dass wir das hier dicht kriegen, weil ja jetzt unser Zaun offen ist. Und das mag ich eigentlich gar nicht so. Denn im Moment haben wir keine Rückzugmöglichkeit, wenn hier irgendwie ein Raid oder wie man das auch immer nennen soll, kommt. Also irgendeine größere Gegnergruppe. Wenn so zwei oder drei kommen, ich glaube, damit kommen wir mittlerweile klar. Wobei, es würde mich freuen, wenn Ginny wieder mal nach Hause käme. Muss ich ehrlich gestehen, wir können eigentlich GPS-Tracker mal ausschalten. Denn ich glaube, mit der Schusswaffe, nachdem wir ihr die ja geben haben können, sollte es auch möglich sein, dass sie damit umgeht. Und folglich würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen, wenn die junge Dame uns den Rücken deckt. Okay, kann ich den... Okay. Okidok. Den würde ich nämlich dann... eventuell... Ich sehe jetzt gar nichts. Danke. Hierhin? Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Steine. Einmal, zweimal, dreimal. Tüchlein. Und... ach so. Bin ja noch voll beladen mit Köpfen. Und ein Köpfelein.
Rums drauf mit dir. Sehr schön. Gut, dann. Haben wir hier. Ja. Wenn du das kannst, finde ich cool. Schön langsam sind dann zumindest schon die Mauern zu. Das heißt, sie müssen sich zumindest mal anstrengen, um reinzukommen. Es ist noch kein Hindernis für sie, das wissen wir ja. Die Damen und Herren klettern ja ganz gerne. Aber zumindest wird es dadurch ein bisschen schwerer. Passt. Die Wand ist mal... Alles okay hier? Es waren so komische Geräusche. Knickknack. Ach, ein Reh. Das nächste Mittagessen wollte sich so... Na, sieh mal einer an. Ich wusste es doch. Danke. Du wirst mein Holz schön hier lassen, Madame. Ah, hier ist es relativ niedrig auch noch. Deswegen tun sie sich so leicht, hier drüber zu kommen. Oh, der Baumstamm ist kalt. Seht mal, wie er zittert. Okay. Wir brauchen wieder ein bisschen Holznachschub. Bumsti bumsti. Ja, mir ist eigentlich schon dauerkalt und ich bin dauernass. Aber dafür erzielen wir auch eigentlich echt guten Fortschritt. Danke. Ja, und jetzt beginnt es natürlich auch noch zu schneien. Was sonst? Was, damit hat Kev auch wieder was zu tun. Die Geräuschkulisse macht mich gerade ein wenig nervös. Okidok. Dann sind wir hier. Hoppla. Soweit mal dicht. Mal was essen. Kann ich eigentlich bereits getrocknetes Fleisch wieder zurück raufhängen? Geht das? Dried meat. Dried meat. Dried meat. Ja, das geht. Dried meat. Dried meat. Perfekt. Wärm dich mal an. Ist ja nicht mehr zum Ansehen. Das mit den Türen hast du noch nicht so ganz verstanden, oder? Ja. Das dachte ich mir. Passt. Nein. Och, Menno. Das sieht jetzt gar nicht gut aus. Oh! Tut dir was weh? Jetzt nicht mehr. Ja, die Stacheln sind nicht ganz dumm, muss ich gestehen. Richtig anwärmen.
Ah, herrlich. Und eigentlich wollte ich dich da mal wegnehmen. Und für einen Moment einfach mal, wo stehst du am wenigsten im Weg? Hier, glaube ich. Hier hinstellen, danke. Dann würde ich den einen Stamm hier gern wieder rausnehmen. Kriege ich den vernünftig rein? Ja. Perfektestens. Spitze drauf. Dankeschön. Du. Dich kann man nicht abbauen. Doch. Na, siehste. Dich würde ich gern hier hin tun. Herr Besucher? Hatte ich gerade eine Halluzination oder? Interessant. Very, very interesting. Kommen wir hier ran? Ja, kommen wir. Passt. Kurzer Gruß vom Besucher. Zap, zap. Kev. Ja, was soll ich machen? Dann brauche ich kurz mal die Axt. Nein. Lass das bitte. Danke. Und der muss noch weg. Sehr schön. Das kann mal hier bleiben. Okay. Hallo Vögelchen. Dann würde ich das Ganze vielleicht anders gestalten. Einmal, zweimal. Das müsste eigentlich reichen. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Jetzt hat er auch den Weg rundherum gefunden. Ich bin begeistert. Können wir... Ich habe zu wenig. Echt? Nee, das kann nicht sein. Der unterste? Lass mal kicken. Tatsache. Der muss noch weg. Och, ich bin durstig. Warum sagt mir das denn keiner? Gut. Dann... Den hier raus. Und wieder halbieren. Der dritte, perfektestens. Den legen wir in der Zwischenzeit hier hin. Und was ich dann gerne gleich mal hätte, wäre ein Stick. Danke. Als nächstes, nachdem unser Freund eh Probleme hat, hier irgendwas vernünftig zu machen, würde ich, ja, und dann müsste der eigentlich irgendwo hier Platz haben, oder? Ja.